Staravia ist ein Pokémon mit den Typen Normal und Flug, existiert seit der 4. Spielgeneration und ist die Weiterentwicklung von Staralili und kann sich wiederum zu Staraptor weiterentwickeln. Staravia ist ein mittelgroßes, vogelartiges Pokémon mit braun-grauem Federkleid. Der Bauchbereich und die Flügel sind dabei hellbraun, die Flügelspitzen sowie der Kopf dunkelbraun gefärbt. Staravia zeichnet sich zudem durch einen sternförmigen weißen Zierfleck um seinen orangefarbenen Schnabel und eine auffällige Locke auf dem Kopf aus. Das Pokémon hat zudem lange Schweiffedern und krallenbewehrte Füße und die Shiny-Form ist braun bis rötlich. Dabei behält es seine Attackenmuster aus Normal- und Flugattacken bei und erlernt in seiner neuen Entwicklungsstufe vor allem starke Attacken wie Wirbelwind, Aeroass und Bodycheck. Seine Fähigkeit ist Bedroher, wodurch der Angriff des Gegners gesenkt wird. Und die versteckte Fähigkeit ist Achtlos, wodurch Attacken mit Rückstoßschaden verstärkt werden. Staravia bewegt sich ebenso wie seine Vorentwicklung Staralili oftmals in großen Schwärmen, um als Gruppe die Schwächen einzelner Individuen auszugleichen. Sie zanken sich gerne, was bisweilen zu echten Kämpfen ausartet. Wenn verschiedene Schwärme aufeinandertreffen, gibt es Streit um die Wiesen bzw. Wälder, wo sie heimisch sind. Ihre Rufe sind durchdringend und wenn sie alleine sind, finden sie schnell wieder zur Gruppe. Dabei ist Staravia die zweite Stufe der dreistufigen Entwicklungsreihe, entwickelt sich auf Level 14 aus Staralili und entwickelt sich auf Level 34 weiter zu Staraptor. Bei der Entwicklung wird es größer und schwerer, lernt zu fliegen und die Beine werden ausgeprägter. Die Locke auf seinem Kopf wird deutlich größer und es schaut grimmiger. Der Schweif wächst und das schwarze Federkleid breitet sich vom Kopf aus weiter aus. Und mit seiner Typenkombination ist es immun gegen Boden- und Geistattacken, nimmt halben Schaden gegen Käfer- und Pflanzenattacken, doppelten Schaden gegen Gestein-, Elektro- und Eisattacken und der Rest macht normalen Schaden.